So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tyranny. Wir sind hier gerade in einem langen Gespräch mit Lantry über Magie. Lyra hatte nicht so viel zu sagen letzte Folge, mit der haben wir ja auch geredet. Wir wissen jetzt aber, dass Beric und Lyra wohl Halbgeschwister sind und denselben Vater haben. Ist Beric nicht so begeistert von, aber die beiden haben wohl eine gewisse Ähnlichkeit in mancherlei Hinsicht, auch wenn sie es eigentlich nicht mögen. Aber ansonsten hat Lantry eine sehr interessante Theorie aufgestellt, dass eben die Macht der Edikte, die Kairos verkünden lässt, sich aus der Angst vor ihnen speist und sie eben nicht irgendwie, wenn sie lange bestehen bleiben, der Umgebung irgendwelche Magie entziehen, sondern eher weiter die Welt mit Magie anzureichern scheinen. Das ist eine sehr interessante Sache. Aber jetzt reden wir über andere Magie, nämlich die Magie der Archonten. Ich habe viele der Archonten viele Jahre lang studiert. Im Vergleich zu den anderen Weisen bin ich ein Experte für dieses Thema. Was eine traurige Sache ist, da ich der Ansicht bin, dass ich noch so viel zu lernen habe. Wie funktioniert die Magie der Archonten? Die Archonten haben alle magische, intuitive Kräfte. Wenn Neraths Stimmen jemandem den Verstand stiehlt oder Graven Ash seine Soldaten beschützt, handelt es sich bei dieser Magie nicht um einen gewirkten Zauber oder ein Ritual. Für sie ist das eher so, als würden sie eine Hand zur Faust ballen. Die Archonten sind das, was war nochmal das Wort dafür? Axiom der Magie? Die Wurzel der Magie? Zauberpioniere? Diese Analogie ist bestimmt in vielerlei Hinsicht nicht ganz treffend, aber ich halte die Archonten für die Mütter der ursprünglichen Magie und alle anderen nur für Imitatoren. Also auch sich selbst. So, hier können wir jetzt einiges über diese Sache lesen mit Magie. Zwar hat jede Gilde oder Schule der Magie einen anderen Namen für die Theorie, doch alle Magier kommen früher oder später unweigerlich zu der Erkenntnis, dass nur die Archonten Magie wirklich ins Leben rufen können. Alle anderen können lediglich Magie wirken, indem sie das Sigil eines Archonten beschwören, der vor ihnen kam. Niemand weiß, wie die Archonten ihre Magie schaffen, und es scheint auch bei jedem Archonten anders zu verlaufen. Wenn aber ein Archont anfängt, seine Kräfte zu nutzen, so lautet die Theorie, dann kann jeder, der nach diesem Archonten kommt, mit dem nötigen Wissen, Sigil und Können diese Kräfte anzapfen. Diese beobachtete Gesetzmäßigkeit hat eine häufige Frage unter jungen Schülern aufkommen lassen. Kann man das Sigil eines Archonten erraten, der noch nicht geboren wurde, oder an den sich die Geschichte nicht erinnert, oder der dem Zauberwirker einfach unbekannt ist, und erfolgreich einen Zauber wirken? Erfahrene Mystiker sagen, dass das unmöglich ist, denn sie wissen, dass es nicht reicht, nur die Gesten eines Sigils nachzuahmen. Man muss willentliches, bewusstes Wissen des Archonten und der zu kanalisierenden Kraft besitzen. Interessant. Also die Magie ist lediglich das Nachahmen der Kraft eines Archonten. Um das alles noch ein wenig verwirrender zu machen, können einige Archonten, so wie wir, niederen Magier, das Wirken anderer Zauber erlernen. Wenn man so wichtig wie ein Archont ist, dann lernt man schnell, dass alles Wissen Macht ist. Ich habe so viele der Archonten viele Jahre lang studiert. Im Vergleich zu den anderen Weisen bin ich ein Experte für dieses Thema. Ach ne, das sagt jetzt wieder das Gleiche, okay. Wie wird ein Archont geboren oder aufgezogen? Ich glaube, wir alle träumen davon, eines Tages aufzuwachen und ein Archont zu sein. Angesichts dessen, dass einige Wahnsinnige und Idioten mystische Größe unter Beweis gestellt haben, kann es manchmal ungerecht erscheinen, dass dies dem Rest von uns unmöglich ist. Ich kann mit Sicherheit behaupten, dass Archonten nicht geboren, sondern zu Archonten gemacht werden. Graven Ash ist hierfür ein gutes Beispiel. Bevor er Archont des Krieges wurde, war er ein erfolgreicher Kommandant, dessen Siege immer wagemutiger und ruhmreicher als die vorherigen wurden. Irgendwann nahm seine Führung dann mystische Züge an. Der Graven Ash, wie wir ihn heute kennen, kann seinen weit entfernten Soldaten eine helfende Hand reichen und sie vor Schaden bewahren. Aber vielleicht konnte er anfangs nur diese in seiner Nähe beschützen. Ich weiß es nicht genau, aber alle Augenzeugen belegen, dass er diese Macht nicht sein ganzes Leben gehabt hat. Ich habe viele der Archonten viele Jahre. Der sagt schon wieder dasselbe. Sind alle Archonten loyal zu Kairos? Offiziell. Offiziell? Ja. In Wirklichkeit? Nein. Jene mit wahrer magischer Gabe erziehen immer die Aufmerksamkeit von Kairos auf sich. Einigen wenigen gelingt es, das ein bisschen herauszuzögern. Die Schule der Gezeiten wurde von einem dieser Unkontrollierbaren gegründet. Aber dies sind die Ausnahmen der Geschichte. Okkulte Jade, die Archontin der Gezeiten, verbeugte sich niemals vor Kairos, und man sagt, hätte die Attentäter überlebt, die man losschickte, um sie zum Schweigen zu bringen. Das macht ihre Flucht vor Kairos, ehe der Krieg begann, noch viel beunruhigender.
Wir kannten sie als Symbolfigur der Stärke, aber als sie bedroht wurde, gewann ihre schwächere Seite die Oberhand. Ja, App mischt sich also ein. Wenn wir Biografien über die Archonten schreiben, bezeichnen wir sie häufig als Exarchen. In den Entwicklungsjahren vor ihrer Blütezeit. Offiziell soll Kairos aber den Archontentitel verleihen. Sich selbst zu ernennen ist ein ziemlicher Fauxpas. Das war genau der Grund, weshalb Jade darauf bestand, sich selbst die Archontin der Gezeiten zu nennen. Sie brauchte nicht Kairos Zustimmung, um den Titel zu tragen, den sie verdient hatte. Und ich weiß, dass sie es liebte, Kairos mit ihrer Zuwiderhandlung zu verärgern. Jetzt sagt er wieder das gleiche. Anderes Thema. And I'd be happy to oblige. Das kennen wir. Ich trinke einen Schluck. Fall of the Vellum Citadel, it is hard to find someone with whom I can discuss such things. Was weißt du über das Wirken von Zaubern? I've forgotten more than most blood chanters have ever learned. What do you want to know? Welche Art von Magie haben dir die Weisen beigebracht? Der Weise Sinden unterwies mich in den traditionellen Sigillen der Bewahrung, der Tarnung und des Heilens. So wie wir sie von den längst verstorbenen Archonten Taravis, abnehmende Wut und der Weisen Amme abgeleitet hatten. Die Bewahrungsmagie ist größtenteils funktional. Das Versiegeln von Pergament, das Binden von Büchern, solche Sachen. Alle Chronisten erlernen Tarnungsmagie, da wir Ereignisse idealerweise studieren, ohne die Entscheidungsfindung zu verunreinigen. Was die Heilmagie angeht, so wird sie von vielen modernen Weisen wie uns intensiv studiert. Bei den Gemeinen hat die Schule einen schäbigen Ruf, aber wenn wir ihnen als Heiler und Betreuer bekannt wären, könnten wir vielleicht die Meinung einiger Leute ändern. Das Heilen ist ein ehrenwertes Studienfach. Das stimmt, aber da ich sehr zu Unfällen neige, profitiere ich von meiner Magie wohl selbst am meisten. Die erfüllendsten Zauber, die ich kenne, sind aber gewiss die, die sich um das Lindern von Schmerzen und Leid drehen. Dank ihrer fühle ich mich zumindest ein bisschen nützlich. Was kannst du mir über das Zeichnen von Magie erzählen? Die Gelehrten haben kein gutes Wort dafür, was genau die Archonten tun, wenn sie Zauber wirken. Ich könnte dir nicht sagen, wie Graven Ash seinen Schutz über seine Soldaten wirkt. Und ich kann mir auch nicht erklären, wie sich Bladen Mark bewusst dazu entscheiden kann, eins mit einem Schatten zu werden. Jetzt wäre es eigentlich Bladen Mark, das hätte ich kurz mal noch gucken können. Bladen Mark ist Kairos Messer in den Schatten, der unsichtbare Tropfen Gift und. Das kennen wir, glaube ich, sogar. Steht Tun an dem Richter, ja, das kennen wir. Archont der Schatten. Aber wenn wir einfach einen Magier einen Zauber wirken möchten, zeichnen wir dazu das Sigill eines Archonten in die Luft, der zuvor das damit verbundene magische Phänomen entdeckt hatte. Man diskutiert darüber, ob die Archonten neue Magie erzeugen oder lediglich Magie entdecken, die auf uns gewartet hatte. Solche Fragen sind im nüchternen Zustand aber unmöglich zu beantworten. Könntest du mir etwas beibringen? I think you know all I can teach you. Okay, dann lass uns von was anderem sprechen. And I'd be happy to oblige. Ever since ich rede mal dazwischen. Kennst du dich mit den Altmauern aus? Familiar is a relative term. I think I know more than most, but it's a subject of mystery, even to the scholars. Though, I must admit, in addition to my reading, I've ventured into the old walls on occasion. And soiled many undergarments in the process. Scheint sehr unheimlich da zu sein. Weißt du, wer sie gebaut hat oder warum? Wir können uns darauf einigen, dass sie gebaut wurden. Aber wer das getan hat, darüber gehen die Meinungen auseinander. Normalerweise bezeichnen wir das Volk, das all diese Bauarbeiten vor langer Zeit erledigt hat, als die alten Königreiche oder die älteren Königreiche. So sind die jüngeren Königreiche auch zu ihrem Namen gekommen. Indirekt. Azur, das unbeugsame Land und all die anderen sind älter als du und ich, aber verglichen mit den Altmauern sind sie Kleinkinder. Was das Warum angeht, das weiß niemand. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein altes Straßen- und Aquäduktnetzwerk ist. Würden sie einfach nur als Trennung zu den Nachbarn dienen, würden sie in ihrem Inneren nicht so aufwendige Mauerarbeiten befinden. Kairos verbietet die Erkundung der Altmauern. Hatte das Stufenvolk ähnliche Gesetze?
Typisch für die jüngeren Königreiche wurde das Betreten der Altmauern nie unter Strafe gestellt, das Plündern aber sehr wohl. Die Logik dahinter war, dass der Inhalt der Altmauern dem örtlichen Herrscher gehört, nicht dem Entdecker. Die Adelshäuser haben alles aufgekauft, was aus den Altmauern kam. Dort drinnen finden sich unzählige uralte Dinge, und manchmal stolpert man auch über etwas, was kaum eine Generation alt ist und vom letzten glücklosen Schatzsucher stammt. Wenn du in den Altmauern warst, bist du gewiss mit den Geistern vertraut. Besser, als es mir lieb wäre. Ich habe gesehen, wie einer mit seinen nebulösen Klauen einen jungen Schreiber in Stücke gerissen hat, und ich bin schon vor unzähligen zornigen Geistern geflohen, wobei es überflüssig ist, das zu erwähnen. Sie scheinen alle zornig zu sein. Ich habe schon viele Theorien über die Geister gehört, dass sie tote Magier sind oder die zum Leben erwachten Albträume von Archonten. Ein Weiser hält sie für Kairos Kinder. Wenn man genügend Tinte und Pergament hat, kann man wohl jede schwachsinnige Idee niederschreiben. Ich gestehe, dass ich sehr wenig weiß. Ich halte mich daher an das, was beobachtet werden kann. Sie scheinen listig zu sein, sind jedoch nicht der Sprache mächtig. Sie weisen tierähnliche Eigenschaften auf, scheinen jedoch nur von Magie und Aufruhr angezogen zu werden. Nahrung und Wasser scheinen für sie unbedeutend zu sein. Was hast du in den Altmauern alles beobachtet? Abgesehen von den schrecklichen Geistern? Nun, in jedem Abschnitt der Altmauern gibt es architektonische Wunder, die einem die Sprache verschlagen. Ich habe schon Brücken gesehen, die sich bewegen, wenn jemand in der Nähe ist. Und mystische Barrieren, die bestimmt vor Äonen errichtet wurden. Und sterbliche Überreste habe ich gesehen. So viele Knochen. Viele von ihnen stammen von Weisen vergangener Jahrhunderte oder von glücklosen Landstreichern auf der Suche nach Obdach. Was mich am meisten fasziniert, sind die Symbole, die sich auf der Innenarchitektur befinden. Ich frage mich unaufhörlich, wie es wäre, wenn wir unsere Aufzeichnungen mit denen anderer Altmauernerforscher verglichen. Vielleicht würden wir eines Tages die Bedeutung entschlüsseln können. Lassen Sie über was anderes sprechen. Erkenntnis, was weißt du über die Türme? Die Geschichte besagte immer, dass die Türme von den älteren Königreichen gebaut wurden. Heutzutage hört man Kinder wiederholen, dass Kairos sie gebaut hat. Das wird vermutlich die neue Version der Geschichte sein. Es gibt überall auf Teratos Türme, obwohl ich nicht ihre genaue Zahl kenne, vielleicht 40 oder so. 5 von ihnen befinden sich in den Stufen und im Allgemeinen folgen die Türme dem Verlauf der Altmauern. Sie stehen oft an Stellen, wo sich das alte Mauernnetzwerk kreuzt. Der Turm des Berges ist eine nennenswerte Ausnahme. Die anderen Türme in den Stufen sind mit den Altmauern verbunden, der Turm des Berges aber ist freistehend, quasi ein Fremdkörper mitten in den Stufen. Weißt du, wozu sie dienen? Ein Blitzableiter? Ein Ausguck, um das Land besser überblicken zu können? Wegweiser für ein Volk, das wie die Vögel fliegen konnte? Ich kann nur wilde Mutmaßungen und Spekulationen anstellen. Die beste Hypothese, die ich bisher gehört habe, besagt, dass sie alle in der Nähe von großen Siedlungen errichtet wurden, die inzwischen längst untergegangen sind. Ihre scheinbar willkürliche Anordnung könnte also ein Hinweis darauf sein, wie früher die Karten ausgesehen haben könnten. Weißt du, warum in der Nähe der Türme Magie besser funktioniert? Die Weisen vergleichen das Phänomen mit Hitze, die von einer Kerze ausgeht. Die Luft ist einfach dicker vor Magie, je näher man dem Turm kommt. Es kann tödlich enden, einen Zauber in der Nähe eines Turms zu wirken, wenn man nichts von diesem Effekt weiß. Ich wäre berühmt, wenn ich sagen könnte, warum das so ist. Ich bin immer davon ausgegangen, dass sie das magische Äquivalent von Flussquellen sind. So wie Wasser endlos von bestimmten Orten ausgehend fließt, so gibt es doch Orte, aus denen Magie aus einer natürlichen Quelle endlos fließt. Weißt du, wer dieses Gebilde auf dem Turm des Berges aufgebaut hat? Kennst du irgendwelche Bildhauer mit übermenschlicher Stärke und der Fähigkeit zu fliegen? Falls nicht, weiß ich auch nicht weiter. Rein äußerlich weisen sie eine entfernte, und ich meine wirklich eine entfernte, Ähnlichkeit mit den Skulpturen in der alten Akademie der Gezeiten auf. Aber wenn das so wäre, dann wüssten wir gewiss mehr. Mir ist die Ähnlichkeit auch aufgefallen. Aber ich kann dir versichern, falls sie von einem alten Gezeitenwirker errichtet wurden, dann ist dies das bestgehütete Geheimnis der Schule. In der Stolz, Prahlerei und Angebertum immer eine gewaltige Rolle gespielt haben. Ach ja? Du hast also die Kunst des Unerträglichseins studiert? Und ich dachte immer, es wäre eine natürliche Gabe.
Die Symbole auf dem Gebilde sehen aus, als könnten sie sich mit Symbolen in der Altmauern im Zusammenhang. Als könnten sie mit Symbolen den. Von vorne. Die Symbole. Ich verspreche mich hier die ganze Zeit. Die Symbole auf dem Gebilde sehen aus, als könnten sie mit den Symbolen in den Altmauern im Zusammenhang stehen. Ich bin mir also relativ sicher, dass dieses Gebilde von denselben Baumeistern errichtet wurde wie der Turm. Anderes Thema, bitte. And I'd be happy to oblige. Andere Angelegenheiten. Lass uns über andere Angelegenheiten sprechen. Of course. How can I help? Weißt du etwas über die Region, in der wir uns befinden? The spires predate us all. As far as I know, we're the only ones who've been up here since ever. I think this might be a first. Perhaps the real trailblazer had trouble getting down and was lost to history. Interessant, im Englischen heißen die Dinger also Spires, also eher Säulen. Die sehen auch mehr aus wie eine Säule als wie ein Turm, aber naja. Of course. How can I help? Warum wird das jetzt nicht ausgegraut bei Regionen, in der wir uns befinden? The Spires predate. Of course. How Nichts can Neues. I help? Was denkst du über unsere Reisegefährten? Are you asking for an objective assessment? Or is this your way of saying you want to gossip? Beric, was hältst du von ihm? He is a proper Northman, with duty in his blood. Which makes me suspect his loyalty to Ash is stronger than his loyalty to you. So long as your interests remain aligned to Graven Ash, this shouldn't be an issue. I must admit, I am completely fascinated by his predicament. Ever tried diagramming the articulations of his armor? Don't. It'll only lead to madness and ruination. Deine Gedanken über Lyra? I know little of swordplay and couldn't work a curve and arrow to save my life. I can't really comment on the lady. Lady, you're just afraid to talk in front of me, clear as day. Your sweat is easier to read than your ink scribbles. What? No, not at all. I just don't know how to comment on a warrior's worth, that's all. Sehr schön. Hat Angst vor ihr. Spare me your blather. Lyra hält inne, um Landrys Körpersprache zu deuten. Huh. Think that, do you? Didn't know you had such swollen hope for me. Lyra, erkläre dich. Just calling it as I see it. And I see he's holding back. Nothing serious, just a bit insulting. Landry, es gibt keinen Grund für Geheimnisse. A most fascinating specimen. I think she has great potential. Dangerous amount of potential, to be blunt. The Scarlet Furies are the fighting elite of the Scarlet Chorus, and that means floating to the top of a sea of blood and chum. We should consider ourselves lucky to have her on our side. With her weapons usually pointed away from us. Sehr schön. Was hältst du von Ebb? Good tidecasters stay underwater. Kairos did the Tears a favor by erasing those moon howlers from history. A shame one of them escaped justice. Oh, der kann ich wohl überhaupt nicht leiden. I like that I make you this agitated. Considering all the things that don't seem to bother you in the slightest. I'm not gonna lie. I'm kind of getting off on how much power you're giving me here. Oh, and then there's your coquettish act whenever someone calls you on your teeth. I'll be the one ready to tangle when, not if, you decide to pounce. Okay, also er erwartet die ganze Zeit schon, dass sie sich gegen uns wendet. Das wäre fürs Erste alles. Honey, lass uns über was anderes sprechen erstmal. Andere Angelegenheiten, gab's da nicht noch was? Of course. How can I help? Du machst viele Notizen. Über was eigentlich? All kinds of things. My mind is old, memory's a sieve. Keeping track of you, noting what I hear of the war, scribbling down reminders to myself, that sort of thing. Ist es unbedenklich, sich so viel auf die Arme zu schreiben wie du? Oh, certainly not. But it depends on the ink I'm using. Too much cerulean and I can't sleep. But just the right amount and I can write all night. The red ink will give you swamp bottom if you drink it, but absorbed through the skin, it'll make you taste colors and smell music. Speaking of which, I should change out my tip. Was ist das bitte für ein Gespräch?
I use three kinds, sepia, cerulean, and a red that's never the same shade. My recipe needs work. I like having three colors, but they also provide different states of mind for writing. Deine Tinten faszinieren mich. Kann ich sie ausprobieren? I can't in good conscience poison you. Betrachte es als Lektion, eine Mahnung, dass man sich nichts wünschen sollte. Einen väterlichen Augenblick, sucht etwas aus. Oh, fine. The things I do to educate the youth. Here's how it works. The reds give you a brief bout of synesthesia, great for writing music. Cerulean can unhinge me a bit, but it blocks out the cramps and anxiety. My sepia ink is perfect for quiet contemplation, also insomnia. Landry zupft mehrere Tintenfläschchen aus seinem Bandelier und schaut dich erwartungsvoll an. Komm, nimm mal erstmal die rote. Er hält dir etwas penetrant Stinkendes vor die Nase. Du tauchst deinen Finger in die Tinte und verreibst die rote Farbe zwischen Zeigefinger und Daumen. Der Geschmackssinn, den du für gewöhnlich auf deiner Zunge erlebst, schießt durch deine Hände. Zunächst schmeckst du Kirsche, dann Alkohol. Doch schon einen Augenblick später ist der Geschmack beruhigend und warm. Der Wind bläst blau über deinen Körper. Warte mal, was haben wir hier? Der Sturm hat geblutet, sein stinkender Regen ist in neue Wurzeln versickert. So. Auf deiner Haut kribbelt ein dreieckiges, spitzes Gefühl. Welcher Scharfrichter kann sein Opfer nicht töten? Der Hügelmann verweilt noch immer. Du hast mir das angetan. Seine Schreie hallen in deinen Rippen wieder. Sie wird dich ausnutzen, weil sie mich ausgenutzt hat. Ich muss gerade total lachen gerade. Entschuldigung. Landry lacht. Das herzhafte Lachen klingt in deinen Ohren grün, ledrig und modrig. Brenne die verkrampfte Hand fort und die Knochen werden den verbotenen Preis noch immer umklammern. Das Archiv hat seinen eigenen Untergang vorhergesagt. Es wurden Vorkehrungen getroffen. Deine Finger jucken mit salzigem, rostigem Geschmack. Sie schmecken die Luft, fühlen sich an wie 10 Zungen. Ist es möglich, dass ich Kairos bin und es schlicht vergessen habe? Nein, das ist lächerlich. Landry hatte recht, das wird meinen Verstand zerstören. Als du deine Hand an deine Stirn legst, werden deine Finger durch den Geruch deiner Stimme betäubt, die sich durch die Muskeln deiner Hand tief in den Knochen bohrt. Wird Ash von Ashs Ägide beschützt? Wirkt der Schutz auch in die andere Richtung? Beschützt er Kairos? Ist es ein Nullsummenspiel oder eine wahre Kraft des Schutzes? Wenige Sekunden später ist das Gefühl wieder verschwunden. Super! Und jetzt weißt du auch, warum ich diese fürchterliche Angewohnheit habe, an scharfen Ende meines Remex zu kauen. Wie ist die tiefblaue Tinte? Hält dir eine kleine Fiole hin. Du tauchst deinen Finger in ein kleines bisschen ein und kostest die blaue, viskose Flüssigkeit. Abgesehen von einem kreidigen Gefühl auf deinen Lippen scheint nichts zu passieren. Feel anything? Nur zufällige Gedanken. Ach, mit Kriegsmagier kann man was mit Grubenkämpfer und mit Jäger. Aber haben wir leider alles nichts. Wusstest du eigentlich, dass mein Wort vom juristischen Standpunkt aus gesehen gleichbedeutend mit dem Wort tun und es ist, sofern der Archont mir als Schicksalsbinder nicht widerspricht? Rogalus sagt, der Rechtsbegriff dafür ist Proxy Decisis. Kallio sagt, oder Proxy Decisis, ja, egal. Kallio sagt, der Rechtsbegriff lautet Fick dich, ich bin das Gesetz. Super. Was hat Kairos denn für ein Problem? Kriegt den Hinter nicht von seinem verdammten Thron, um seinen Untertanen einen Besuch abzustatten? Woher wissen wir, dass Kairos nicht schon tot ist? Oder ist das nur ein Titel, der von Mutter zum Sohn weitergegeben wird? Ich habe mich 3 Jahre lang für diesen Esel in den Stufen abgeplagt und weißt du was? Ich weiß wirklich nicht, ob Kairos überhaupt existiert. Oder wie ein doppelschneidiges Schwert. Warum wird der Vergleich für etwas verwendet, das ich verletzen kann, wenn man es benutzt? Man möchte doch nicht erst den Feind treffen, dann sich selbst, dann wieder den Feind, dann wieder sich selbst. Es sei denn, man ist ein Idiot. Hoffentlich gerät dieses Sprichwort irgendwann in Vergessenheit. Ich glaube, das muss ich echt sagen. So, wie ein doppelschneidiges Schwert. Ja, das ist super. Ich finde, dieser Drogenrausch ist der Hammer. On second thought, I shouldn't be poisoning your young mind. That should wear off in just a moment. Landry steckt seine Fläschchen wieder in seine Bandeliere zurück und konzentriert sich darauf, Notizen auf seinen Ärmel zu schreiben.
Entry-Loyalty, Rat der Ewigkeit. Ach hier, Kombo-Fähigkeit, Angus und Landry. Der Schicksalsbinder und Landry arbeiten zusammen, um ein Gruppenmitglied mit einer verlangsamenden Aura zu umgeben. Feinde innerhalb der Reichweite der Aura werden verlangsamt. Wenn Gruppenmitglieder sich innerhalb der Aura bewegen, werden feindliche Effekte, mit denen sie belegt sind, ausgesetzt. Geil! Landry? Ich mag dich. Kann ich noch die andere Tinte haben? One moment, my friend. Just let me finish this thought. Landry beendet seine Notiz schwungvoll und leckt an der Spitze seiner Schreibfeder. Dann hält er inne und wiederholt das noch zweimal, bevor er sie in eine Tasche in seinem Ärmel steckt. Andere Angelegenheiten bitte? Of course. How can I help? Notizen? All kinds of things. My mind is so unbedenklich. But I use three kinds: sepia, cerulean and a red. Kann ich sie ausprobieren? Ja. Ich werde die Sepia-Tinte mal ausprobieren. Made from only the finest cuttlefish. Landry überreicht dir ein winziges Keramikfläschchen. Du tauchst deinen Finger in die Tinte und kostest sie. Sofort hast du den sauren Geschmack schlampig gesäuberten Tintenfischs auf der Zunge. What do you think? Zurückerinnern, in die Ferne schon schweigend sabbern. Über deinen Platz in der Welt nachdenken. Das muss ich mal machen. Über meinen Platz in der Welt nachdenken. I'd say it's working. Sit and enjoy that for a bit. It'll wear off soon. Landry steckt sein Fläschchen wieder in seine Bandeliere zurück und konzentriert sich darauf, Notizen auf seinen Ärmel zu schreiben. Okay, das war jetzt unspektakulär. Aber witzig eben. Ach, das mit dieser Synästhesie war ja der Hammer. Und auch das andere war klasse. Ich weiß doch nicht mal, ob Carlos überhaupt existiert. Was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße? Oder eben, fick dich, ich bin das Gesetz. Super, wenn ich meine Videos monetarisieren würde, wäre es spätestens hier vorbei. Aber ich würde sagen, bevor wir das nächste Gespräch anfangen, haben noch Beric und App vor uns, mache ich eine kleine Pause. Es ist auf jeden Fall sehr lustig bisher, wie ich finde. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Tyranny. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt auch gerne auf meinem Pen-and-Paper-Kanal die Rollenspielfestung vorbeischauen. Bis dahin. Cheerio.